So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD. Ja, wir sind noch im... Was war das für ein Start? Wir sind immer noch auf der Insel auf Skoro. What the fuck? Eine Menge Kryptowurm, eine Menge Trainer und es geht einfach weiter. AP plus. Okay. Ja, okay. Nehme ich. Und es geht direkt weiter. Hallo, na. Machst einen großen Fehler und denkst, du könntest ohne weiteres an mir vorbei. Doch, das denke ich mir jetzt so. Hi, Camarco. Papapadapa. Hello. Azumarill und Pelipper. Ah. Ja, so spricht Pelipper. Du hast dagegen. Was machen wir denn jetzt gegen euch beide? Greifen wir mal die Fee mit Gift an. Ist ja sehr effektiv. Schön wär's. Ba-ba-ba-da-ba. Matschbombe! Ins Gesicht! Ja, es war schon klar, dass das nicht ausreichen wird. Surfer? Okay. Mach keinen Schaden, wie immer halt. Au, das wird schon mehr wehtun. Eieiei. Ba-ba-ba-da-ba. So, wir machen einfach weiter, ne? Boom. Ein Angriff nicht ausreicht, dann halt eben zwei. Ariadas! Ja, das ist kein Problem. Das stimmt einfach mit dem Psychokinese. Puh. Und Apophis zieht gleich auf Level 43. Schön, da sind die zwei ja auch fast Teamniveau, nicht wahr? Octillery. Okay, Octillery. Dann. Da. Das wird aber nicht reichen, befürchte ich. Jo. War mir schon klar, Octillery habe ich ein bisschen Angst, weil Octillery kann die ganzen Strahlattacken. Quasi Eisstrahl, Psystrahl, Blubstrahl. Gibt's noch für Strähle? Hyperstrahl. Das ist gefährlich. Aldorfisch. Okay. Ja, da kommt schon der Psystrahl. Ich so. Aua! Nicht verwirrt? Danke! Wir machen weiter Matschbombe und Psychokinese! Ciao! War schön mit dir! La 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 la! So, ich schätze mal, der Krypto-Knecht da unten wird wieder Krypto-Pokémon haben, aber naja. Müssen wir durch, ne? Wollen ja alle Krypto-Pokémon in diesem Spiel fangen, nicht wahr? Da-da-da-dam, bo-do-do-dum. Wir haben verloren! Sieht so aus, ne? Offenbar war ich es, der einen Deckfehler begangen hat. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. So, hier, ne, was machen wir denn? Nehmen wir erstmal einen Supertrank. Schwupp. Und hier nehmen wir auch einen Supertrank. Und dann hier einen normalen Trank. Und weiter geht's. Hallo. Ich weiß, was du vorhast. Deswegen lasse ich dich niemals vorbei. Ich wollte eigentlich nur die Kiste öffnen. Ist das verboten oder was? Kryptoknecht Jago. Ortogel und Groink. Das hat der Ruf. Bei Groink habe ich wieder ein bisschen Angst, weil ich habe hier zwei Giftbomben stehen. Aber naja. Wird schon alles, nicht wahr? Silberhauch. Ins Gesicht. Der Eisenschweif trifft. Begeistert. Das tut auch weh. Sehr effektiver Eisenschweif. Du böse.
Flug weg. La 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 la. Na, natürlich reicht schon wieder nicht. Da da da. So, ich mache wieder das Erdbeben und den Gigasauger. Ich denke mal, der Schnuckel wird überleben. Weil es hat eine Menge KP, das Ding. Jo, wusste ich's doch. Kennt mich halt einfach aus. Ich hoffe nur, dass jetzt der Gigasauger ausreicht für die Rest-KP. Ah, wird eng, ne? Rallycat. Coole Pokémon hat der Kollege. Oh, es reicht. Sehr gut. Was saugt die Kloaken so? Kloakensoße auf, was? Okay. Okay. Intoron. Na gut, dann halt Matschbombe und den Gigasauger. Oh, schade eigentlich. Ah, der Gigasauger wird reichen. Weil vierfach effektiv. Boom! Ins Gesicht! Und dann bin ich wieder voll. So muss das laufen. Wenn das Enderon jetzt keine blöden Dinge macht, kann ich sogar mal ohne Heilung aus dem Kampf gehen. Ach, da kommt noch ein Viech. Ach so. Okay, ich hab nichts zu sagen. Aquawelle. Please, no Verwirrung. Danke. So, Enderon und Gigasauger. Mal wieder vierfach effektiv. Ja, der Gigasauger war Atom-Debirf. Jo, eindeutig. Wie man sieht, der erfüllt seinen Zweck. Da, da. Oh, bald Level 45, dann können wir mal wieder andere Pokémon kämpfen lassen. Das ist nicht weit. Da muss ich mir aber echt mal überlegen, welche Teams ich eigentlich battlen lassen will. Also, Horus und Apophis sind ja klar, weil Erdbeben irgendwie auskontern, ne? Dann haben wir einen Druckschlag und einen Giftblick drin im Team. Ich hab's weggeklickt. So, wen nehme ich denn noch? Könnte ich mir eigentlich mal schnell überlegen. Moment. Elixier. Ach. Wir haben dann Horus und Apophis im Team. So, dann, also, die zwei müssen auf jeden Fall immer ein Team bilden. Was bringt denn mehr? Ich glaube, so werde ich das machen. Oder? Mach ich so? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doch, das sieht gut aus, glaube ich. Ja, so werden wir es machen. Aber wie gesagt, erst nachdem wir angeglichen haben. Auf 45. Oder wie viel haben denn die anderen so vom Level her? Kirin hängt noch ein bisschen extrem nach. Azur ist am weitesten. Okay. Kirin hängt nach. Okay, das heißt, wenn einer von den beiden Level 45 erreicht, mache ich dann ein, zwei Kämpfe noch mit Kirin und dann tauschen wir mal die Teams. Genau, so machen wir das. Schon lange kein Krypto-Pokémon mehr, oder? Das ist interessant. Da stehen jetzt mal die zwei Bodyguards da, wo das Tor bewachen. Die werden jetzt Stress machen, befürchte ich. Deswegen mache ich nochmal den Angst-Save. Wunderbar. Und Hallöchen. Ich bin Nidros. Ich bin Lykros. Gemeinsam sind wir die doppelte Bombenpower. Was? Kryptoknecht Nidros. Meditalis und Geowatz. Bam, badam, bam, badam, bam. Ich hätte vielleicht mal heilen sollen, ne? Ach, wird er vollkommen überbewertet.
So, wir machen folgendes. Wir machen den Eisenschweif und den... Nee, Quatsch, das ist zu Quatsch. Wir machen Matsch, Bombe und Gigasauger. Vor dem Geowatz habe ich Angst. Gut, vor Meditalis eigentlich auch, aber... Ne. Es gibt noch keine physischen Psychoattacken, von daher ist das eigentlich egal. Apophis. Apophis? Was? Apophis? Level 44. Apophis. Alles klar. Xanthu ist schon wieder gefährlicher. Weil Psycho. Und das reicht natürlich nicht. Ist ja klar. Turmkick. Trifft dich. Hahaha. Idiot. So, was machen wir jetzt gegen Xanthu? Die Matschbombe. Und den Silberau. Du bist bald mal AP heilen, ne? Das habe ich gerade gesehen. Muss ich trotzdem nochmal zurückrennen, wegen APs. Auch mal interessant. Silberau! Vielleicht kriege ich einen wunderschönen Boost. Aber nein, ich heiße nicht Herr Titan, ich kriege eh keinen. Nocturne. Du bist ein Krypto-Pokémon. Ja, hallo. Na? Okay, Eisenschweif. Und das Schlafpuder. Eisenschweif trifft. Cool. Lass mich raten, der andere Kollege hat einen Kikli als Krypto-Pokémon. Wäre eigentlich logisch. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Schlafpuder trifft sogar. Wunderbar. So, ich wechsle dann mal aus zu Horus. Horus, dankeschön. Du wirst einfach den Ball. Hyperball. Vielleicht klappt es ja mal wieder. Ich meine, der Schlaf macht viel aus in diesem Spiel. Wir haben es ja gelernt. Trotzdem bei voller Gesundheit. Machomaya. Nocturne zu fangen. Wäre schon sehr interessant. Wie man sieht. Oh, wurde von der Attacke sehr getroffen. Aha. So, wir machen Druckschlag und und du wirfst den Ball. Ich hab so viel Bälle. Scheiß darauf alles. Überball. Flieh! Nice! Das läuft einfach, ne? Ja, die haben echt die Fangrate hochgesetzt. Muss ich direkt mal nachschauen, wie viel Fangrate Nocturne hat. Was? Nimm dies, du wirst feststellen, dass ich auch allein unglaubliche Power habe. Wo ist dein anderer Dude gerade hin? Verpufft? Platzt? Oder was ist gerade passiert? Roink und Panzer-Aeron schon wieder. Ich mag keine Panzer-Aeron. Die sind. Ach. Ach. Ne? Ach, sind die. Baba. Vor Groink habe ich auch Angst. Ach. Kein schöner Typ. Trainer ist das. Silberhauch. Eisenschweif. Oh, macht viel Schaden. Wow. Vielleicht kriege ich jetzt mal den Boost, bitte? Nein. Gut. Warum soll ich denn auch einen Boost bekommen? Ja, vollkommen Quatsch. Meta. Hör doch auf, Stahl-Pokémon einzusetzen. Da-da-da. So, mit wem kann ich denn noch irgendwas reißen? Äh.
Irin, wie viel Erfahrung brauchst du noch? Du machst einfach eine Menge. Scheiße. Tauschen wir jetzt mal aus, kurz. Nämlich ab Profis gegen Irin. Was auch immer du jetzt magst. Keine Ahnung. Einschläfern. Keine Ahnung. Ja, Stahl-Pokémon mit Chica und Apophis sind echt blöd. Der hat die Augen zu, das sieht man. Aber das ist von Seiron vorhin. Badabababadab. So, dann den Flammenwurf räumen wir mal auf, ne? Und den Silber auch. Stahlbügel. Wow. Lass das doch. Natürlich steigt die Verteidigung. Aber ich greife eher mit Flammenwurf an, von daher ist es ja auch egal eigentlich. Oh mein Gott, es macht keinen Schaden. Los, Kirin, räum mal auf, bitte. Da-da-da-da-da-da. Ah, ja. Gott, das wie ist das? Na gut, ich hab Psychokinese, ist egal. So, Flammenwurf aufs nächste und Psychokinese. Natürlich kannst du schon wieder Mogli. Ach. Nerviges Teil. Warum hat jetzt Mogli nicht funktioniert? Muss ich das verstehen? Nein. Gut. So, hat er auch Krypto-Pokémon? Frage der Fragen. Kiki, war ja klar. Oh Mann. Sei doch nicht so berechenbar, Spiel. So, okay, Schubball aufs Hariyama und Schlafhunde aufs Kikli. Natürlich trifft es nicht. Klar, das wird weh. Aua! Das war Damage! Ciao, Hariyama! Da-da-da-da-da-da! Und Chika ist Level 45! Yeah, ja! Was machen wir denn jetzt? Wir tauschen mal aus gegen Horus, habe ich gehört. Und du magst die Schlafbruder-Attacke. Chica! Krypto-Bann! Was ist das denn schon wieder? Deiung sind stark. Okay, auf beide Pokémon starke Verteidigungssenkung. Das ist böse. Das ist echt böse. Das war ein guter Treffer. Da, Bruder? Wachuka! Ist dein Ernst? Das wird wehtun. Aua! Alter! Wow. Wir haben einen Ball, habe ich gehört. Überball. Und du magst den Gesang. Ein Krypto-Bann und dann mit einer starken Krypto-Attacke hinterher und danach wird so hinternach. Danach eingesetzt, das ist echt eine gute Kombination. Wow. Oh, dann auch noch so eine Viech wie Kikli, wo extrem viel Angriff hat. Oh, Gesang trifft, das ist gut. So, du kannst nochmal Druckschlag machen und du kannst noch den Ball werfen. Jetzt wirst du ja wohl im Ball drin bleiben, bitte. Roter Bereich und schlafend.
Also, das krieg ich fast nicht mehr sehen. Jawohl. Schöne Sache. Da 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 dam. Du 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 dum. Warum schreist du mich so an, Kollege? Lass das doch. Na gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt mal wieder den heutigen Part. Ich gehe wieder mal offscreen speichern und heilen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao, Leute.